Bauen kaufen deckeln. Die SPD ist die Mieterinnenpartei und wir wollen bezahlbaren Wohnraum für alle Berlinerinnen und Berliner. Dass 5 Jahre die Mieten eingefroren werden. Für die Berliner SPD ist klar, Menschen müssen vom Märkte kommen. Berlinerinnen und Berliner wollen sich ein gutes Zuhause, eine gute Wohnung leisten können. Und das ist einfach aktuell in vielen Bereichen nicht mehr der Fall. Vor fast genau einem Jahr kam aus den Reihen der SPD der Vorschlag für den Mietendeckel. Ich bin sehr froh, dass das, was uns in der SPD sehr wichtig war, jetzt auch wirklich festgehalten ist und die Grundlage für ein Mietendeckelgesetz ist. Und das heißt, wir werden jetzt 5 Jahre grundsätzlich sagen, es gibt einen Mietenstopp in Berlin, es darf nicht erhöht werden. Und damit haben wir die Atempause, zum einen zum Schutz der Mieterinnen und Mieter, aber auch die Zeit, wirklich neue bezahlbare Mietwohnungen in der Stadt zu errichten. Wir brauchen neben dem Bauen auch das Kaufen, weil es eben so ist, dass wir gerne den Anteil an preiswerten, auch sozial gebundenen Wohnungen konstant halten wollen. Besonders wichtig war uns natürlich für die SPD auch, dass wir auf die Wünsche der Genossenschaften eingehen, wichtige Partner für uns in der Mieten- und Wohnungspolitik. Wir werden die Mieterinnen und Mieter nicht alleine lassen. Wir werden Broschüren erarbeiten. Wir werden die Mieterberatung natürlich fit machen. Wir haben ja dazu auch nochmal mehr Geld ins System reingegeben. Bauen, kaufen, deckeln, damit es nicht nur Luxuswohnungen gibt, sondern eben auch gute, aber günstige Wohnungen. Von Zehlendorf bis Weißensee. Über Mitte, alle Berlinerinnen und Berliner profitieren vom Mietendeckel. Die SPD steht für ein bezahlbares Berlin und das ist das Wichtigste. Ein echter Mietendeckel für die Berlinerinnen und Berliner.